I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I be moving cautious. I can't feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I be so exhausted. Prebuild-Tastaturen mit Custom-Features gibt es mittlerweile schon zu richtig guten Preisen. Doch eine Sache, die bei diesen Tastaturen meistens fehlt, ist ein deutsches Layout, welches viele vermissen. Heute möchte ich euch die perfekte Tastatur vorstellen. Eine Tastatur zu einem fairen Preis, mit Custom-Features und vor allem einem deutschen Layout. Die Rede ist von der Echo 5075B+, und das Teil sieht nicht nur schick aus, sondern hat wirklich viele Features, die es sehr interessant machen. Beispielsweise ist sie hot-swappable, wireless, hat eine coole Beleuchtung vorne und auch an der Seite beispielsweise. Sie hat eine Polycarbonat-Plate, ist gasket-mounted und vieles mehr. Ob die Echo 5075B+ eine gute Alternative ist für jeden, der eine Custom-Tastatur oder Custom-Prebuild-Tastatur sucht mit einem deutschen Layout, das finden wir heute raus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und let's go! Bei der Verpackung war ich direkt überrascht, denn die ist zwar schlicht gehalten, aber mit den Schwarz-Weiß-Kontrasten wirklich schick und ein geiler Blickfang. Genau so stelle ich mir eine Produktverpackung vor. In der Verpackung findet ihr dann die Tastatur selbst, eine Anleitung, in der ihr wichtige Informationen findet, also schmeißt die nicht weg. Ihr bekommt ein abnehmbares USB-C-Kabel in Weiß und einen ziemlich guten Keycap-Puller, wie auch einen Switch-Puller. Und damit ist auch schon bestätigt, ja, die Switches können gegen jeden 3 und 5 mit Switch ausgetauscht werden, was ein sehr, sehr großer Pluspunkt ist, weil es dem Nutzer ermöglicht, jederzeit zwischen taktilen, linearen oder Clicky-Switches zu wechseln, wenn er das möchte. Aber natürlich auch zwischen guten und schlechten Switches, denn nicht jeder Switch ist gleich. Es gibt fantastische Tastaturenschalter, aber auch extrem schlechte. Die gute Nachricht allerdings, die vorinstallierten bei der 5075B+ sind sehr gut. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Ihr bekommt die Tastatur in Weiß mit schwarzen Kontrast-Keycaps oder in Schwarz mit grauen Akzent-Keycaps. Eigentlich wollte ich auch gerne die Schwarz testen, weil mir die etwas mehr zusagt. Doch leider gab es ein paar Probleme und Missverständnisse bei Echo, und daher ist es jetzt halt die Weiße geworden. Etwas schade, aber sieht ja auch nicht schlecht aus. Der erste Eindruck der Tastatur ist ganz gut, sie sieht schick aus, ist für einen Preis von 119 Euro inklusive Steuer, allerdings nicht aus Aluminium, sondern aus Kunststoff. Trotzdem ist sie ganz gut verarbeitet, auch wenn man sie mit etwas Kraft hin und her biegen kann. Das sollte man aber auch bei keiner Tastatur machen. Die Tastatur wiegt 880 Gramm und hat damit ein ganz gutes Gewicht für ein Keyboard aus Kunststoff. Oben links habt ihr den USB-C-Anschluss, an den Seiten habt ihr RGB, und auf der Rückseite finden sich Aufklappfüße mit zwei verschiedenen Stufen, der Wireless-Dongle und der Switch, mit dem ihr zwischen Mac-PC, USB und Windows-Rechner wechseln könnt. Die Keycaps haben ein J-Profile, welches wohl mein Lieblingslayout ist, tippen sich schön ergonomisch und sind nicht zu hoch. Die Buchstaben sind sauber gedruckt, aber etwas dünn. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, ist halt einfach Geschmackssache, ob man lieber etwas dickere Schrift auf den Keycaps mag oder dünne. Falls es jemanden stört, kann man ja ganz einfach die Keycaps austauschen. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass wenn direkt Licht auf die Keycaps scheint, also von oben, dann sieht man so ganz leicht die Buchstaben auf den Keycaps so glänzen. Ich finde das ein bisschen seltsam, das ist kein Dealbreaker für mich, aber ich wollte es trotzdem mal anmerken, so eine Kleinigkeit, die mich etwas stört. Die Knob, bzw. das Lautstärkerad, ist im Übrigen aus Aluminium und fühlt sich wirklich solide an, falls das jemandem wichtig ist. Ich persönlich nutze so eine Knob eigentlich nie, finde es aber optisch ganz cool. Unter den Keycaps findet ihr die Switches, bei denen habt ihr die Wahl zwischen taktilen Echo Cream Blue V3 und linearen Echo Cream Yellow V3. Ich habe mich für die linearen Yellows entschieden. Ich habe aber sowieso beide Switches einzeln da und kann daher sagen, dass beide Switches fantastisch sind. Die blauen sind halt leicht taktil, man spürt also einen leichten Widerstand beim Tippen, manche mögen das, manche eben nicht. Wer das nicht mag, nimmt eben ganz einfach die Yellow Switches. Vorgefettet sind die Switches leider nicht, was tatsächlich etwas schade ist, in Zeiten, wo jedes zweite Keyboard mit pre-looped Gatoron Pro Switches kommt. Tatsächlich sind die Cream Blue Yellow und Cream Blue V3 Switches von Echo aber so gut, dass sie gar keinen Loop brauchen. Der einzige Grund, warum man sie noch fetten könnte, ist für den Sound. Denn wenn ein wenig Fett im Switch ist, verändert sich auch meistens das Klangprofil. Ansonsten tippen sich die Switches echt super geil und das völlig ohne, dass man sie extra öffnen muss und looben muss. Sowas hat man auch nicht oft. Einen Soundtest, wie sich das Keyboard anhört, machen wir gleich noch. Also noch nicht wegschalten. Wenn wir die Switches dann herausnehmen, dann sehen wir, na okay gut, eigentlich sieht man das auch schon vorher, dass es sich um South-Facing LEDs handelt.
Die kleinen LEDs unter den Keycaps sind also nach Süden gerichtet. Das hat den Vorteil, dass die verbauten, flachen Cherry Profile Keycaps nicht beim Tippen quasi seitlich gegen den Switch knallen und so das Tippgefühl zerstören würden. Jeder, der sich etwas mit Keyboards auskennt, weiß, was ich meine. Wer keine Ahnung hat, egal, merkt euch einfach, dass Southwesting LEDs gut sind. Auf der Produktseite steht aktuell fälschlicherweise noch, dass die 5075B Plus Northfacing LEDs hat. Das ändert Echo aber sicherlich bald. Ja, und ansonsten könnt ihr eben jeden 3 oder 5 Switch in die Tastatur stecken, falls ihr euch mal in der riesigen Welt der mechanischen Keyboard Switches durchprobieren wollt. Ausstattungstechnisch haben wir richtige Custom Features mit an Bord. Hot Swap fähig, wie gesagt, aber sie ist auch Gasket Mounted, was halt einfach so kleine Schaumstoff- oder Silikonteile an der Plate sind, was ein ganz anderes Tippgefühl ermöglicht. Man sieht das oft bei Custom-Tastaturen. Und die Plate, auf der die Switches stecken, ist eine Polycarbonat-Plate. Oft hat man welche aus Aluminium oder Metall oder sowas ähnliches. Aber Polycarbonat-Plates sind einfach mitunter die beliebtesten bei Tastaturen, da viele den Klang mögen, den man damit bekommen kann. Bevor wir weiter über die Features der 5075B Plus reden, machen wir erstmal einen kleinen Soundtest. Also Ohren auf und let's go! Ich finde den Klang der Tastatur wirklich nicht schlecht. Sie klingt vor allem relativ unaufdringlich. Sie ist nicht besonders laut. Das heißt, wenn ihr sie noch leiser haben wollt, könnt ihr Silent Switches benutzen. Sogenannte Silent Switches. Dann wird die Tastatur noch leiser. Beispielsweise für Büros kann man das ganz gut machen, wenn man die Tastatur im Büro benutzen möchte. Falls man den Klang etwas dominanter und voller haben möchte, könnt ihr das Teil aufmachen und den sogenannten Tape Mod machen. Also ihr klebt quasi Malerkrepp hinten auf das PCB. Klingt für Neulinge ein bisschen bescheuert. Aber das macht den Klang halt wirklich ein bisschen voller. Weiß nicht, ob man das hier schon hört. Ich werde es vielleicht auch im Soundtest gezeigt haben, mal gucken. Ja, kann man machen, ist mal Geschmackssache, ob man das mag oder nicht. Ich mag es bei manchen Tastaturen, bei manchen wiederum nicht. Aber auch die Stabilizer sind erstaunlich gut für eine Tastatur in der Preisklasse. Da hatte ich wirklich schon deutlich schlechteres. Die sind eigentlich sogar richtig gut für so eine Tastatur, muss ich sagen. Stabilizer sind auch mal so ein Indikator für gute Tastaturen oder für schlechte. Und auch die sind bei der Tastatur wirklich nicht schlecht. Also insgesamt, der Sound der Tastatur ist wirklich ziemlich gut, bin ich sehr zufrieden damit. Verbinden könnt ihr die Tastatur per USB-C-Kabel, was ich euch auch empfehlen würde. Wer es ansonsten etwas clean auf dem Tisch will, kann sie per USB-Dongle verbinden oder für mobile Geräte eben per Bluetooth. Wie ihr die Tastatur kabellos verbindet, schaut ihr am besten in der Anleitung nach, dafür ist die ja da. Und wie bei jeder Wireless-Tastatur sage ich euch auch hier wieder, dass man kabellos nur zum Schreiben oder wirklich nur zum Casual Gaming nutzen sollte. Also höchstens für Games, wo es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt, sowas wie Fortnite beispielsweise, wo es wirklich um Millisekunden geht, könnte ich niemals mit Wireless-Tastaturen spielen, weil man doch oft diese kleinen Mikro-Delays spürt. Ansonsten, wie gesagt, für Casual-Sachen, Schreiben oder halt dieses Casual Gaming ist die Wireless-Nutzung völlig in Ordnung, kann man machen, wenn man kein Kabel auf dem Tisch haben möchte. RGB-Beleuchtung besitzt die Tastatur auch, die ist okay, aber nichts Besonderes. Was mir aufgefallen ist, dass diese typische RGB-Welle fehlt, die man von vielen Tastaturen kennt. Ist jetzt kein Beinbruch, aber trotzdem etwas schade, weil ich die eigentlich mal ganz gerne gemocht habe. Ansonsten könnt ihr mit FN und den 4 verschiedenen Tasten rechts alle RGB-Modi durchschalten, die die Tastatur hat. Das Highlight bei der Beleuchtung ist definitiv die Beleuchtung an der Seite. Die gefällt mir richtig gut, einen Mehrwert bietet die zwar fairerweise nicht, aber optisch feiere ich sowas einfach mega. Und auch da könnt ihr die Beleuchtung natürlich anpassen, wie ihr das möchtet.
allerdings nicht in einer Software, zumindest aktuell nicht. Normalerweise bin ich der Meinung, dass der Echo Cloud Driver für die Tastatur funktionieren müsste, indem ihr dann die Beleuchtung, Makros und all sowas einstellen könnt. Allerdings erkennt der Treiber die Tastatur nicht. Ich weiß nicht, ob das aktuell an der Software selbst liegt oder daran, dass die 5075P Plus sozusagen noch nicht für die Software registriert wurde. Aktuell kann man jedenfalls keine Software mit der Tastatur nutzen, aber ich bin mir sicher, dass es demnächst gehen wird. Prinzipiell braucht man auch keine Software. Öffnen kann man die Tastatur auch, falls man das möchte, um beispielsweise das Case zu modden oder eben um den Tape Mod anzuwenden. Da das Keyboard aber zusammengesteckt ist und nicht geschraubt, ist das etwas schwierig. Man kann dafür solche kleinen Plastiktools verwenden, die man beispielsweise oft für Handy-Reparaturen nutzt, und dann kriegt man die Tastatur mit ein bisschen Gefummel auf. Den einzigen Sinn, den ich aber für das Öffnen sehe, ist, um den Tape Mod zu machen, wenn man einen etwas anderen Klang haben möchte. Ansonsten gibt es im Grunde keinen Grund, die Tastatur aufzumachen. Das ist im Grunde sonst nur verschwendete Energie. Ja, was lässt sich jetzt also abschließend zur Echo 5075P Plus im ISO-DE-Layout sagen? Im Großen und Ganzen ist das hier eine fantastische Tastatur. Für den Preis von knapp 120 Euro bekommt ihr sehr, sehr viele Funktionen: Wireless, Hotswap, deutsches Layout, coole Keycaps, ein cooles Design, viel Beleuchtung und alles, Gasket Mount, Polycarbonatplate, das hört gar nicht mehr auf an Features. Das Einzige, was da fehlt, ist QMK oder VIA. Viele brauchen das, mir persönlich ist das nicht so wichtig. Und aktuell fehlt halt noch eine Software leider, weil die nicht funktioniert. Aber ansonsten kann ich die Tastatur auf voller Linie empfehlen, für alle, die eine deutsche Tastatur oder ein deutsches Layout brauchen. Es gibt nur ein Problem. Für ungefähr 50 Euro mehr bekommt ihr eine Tastatur, die komplett aus Aluminium ist und im Grunde das gleiche kann wie die hier, aber viel, viel hochwertiger ist, das Doppelte, mehr als das Doppelte sogar wiegt. Und ich rede von der Moonskeak M1W, die kam relativ vor kurzem erst raus. Und für einen relativ geringen Aufpreis von ungefähr 50 Euro bekommt ihr halt viel mehr Qualität. Und ich muss persönlich sagen, bevor ihr 120 Euro für sowas ausgebt, gebt lieber die 178 für die M1W aus. Da bekommt ihr viel mehr Qualität und werdet wahrscheinlich am Ende viel, viel glücklicher als mit der hier. Aber wenn ihr wirklich nur diese 120 maximal ausgeben wollt oder könnt, dann könnt ihr euch ruhig für das Teil entscheiden, denn für den Preis bietet das Teil wirklich viel und dürfte jeden zufriedenstellen, der mal eine Custom-Tastatur haben wollte oder eine Tastatur mit Custom-Features so rum und dem vor allem auch ein deutsches Layout wichtig ist. Aber ja, ich würde sagen, wenn ihr mehr über das Teil hier erfahren wollt, dann checkt gerne nochmal die Videobeschreibung aus, dort ist alles verlinkt und ihr könnt das Teil nochmal selber angucken. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen oder geholfen und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like oder Abo da und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.